So, da bin ich wieder. Wir machen weiter. Seid ihr noch da? Okay, ich lebe noch, das ist schon mal gut. Wisst ihr, was ich kurz mal mache? Ich will volle Energie haben. Okay. Dann gehen wir jetzt wohl Richtung Mitte, wie es aussieht. Oh, hier ist Gefahr. Ich doch lieber die andere Richtung rum. Das einer? Ja. Man so leicht was übersehen. Auch Gegner. Vielleicht ist es einfach nur ein gigantisch großer Bossroom. Das ist eine Glocke, oder? Oder sowas ähnliches. Könnte auch ein Sextoy sein. Okay. Jetzt. Lol. Ich kann nichts machen, Leute. Lol. Hier kann man aber auch summon, das heißt, hier würde wahrscheinlich ein Gegner sein oder so. Vielleicht bin ich zu früh hier.
Irgendeine Gesture vielleicht? Ring oder sowas? The Ring! Oha. Probieren wir mal aus. Tja, schade. Vielleicht fehlt mir ein Gegenstand oder eine Quest. Irgendwas wäre hier wahrscheinlich. Aber das ist ja jetzt eine große Enttäuschung, nachdem ich jetzt hier das ganze Gebiet so krass abgesucht habe. Das ist natürlich schade. Das ist aber blöd. Zumal es auch kein Bonfire gibt. Ich kann das gar nicht mal abkürzen das nächste Mal. Da habe ich nicht allzu viel gebracht jetzt hier die Reise hierhin. Also so ein Riesengebiet auf der Map und dann ist einfach nichts da, außer hier in der Mitte. Das ist schon ein bisschen, also damit hat man natürlich von der gesamten Map, das ist ja ein Gebiet so groß wie Caelid fast. Nur, dass halt einfach nichts da ist. So, und wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist nach wie vor die Frage, ne? Wenn wir da zu dem Drachen kommen. Ich glaube, von hier geht's nicht da hoch. Das ist zu niedrig. Dann hier. Dranks, Potemba, Cerulean Coast. Haben wir dann alles? Haben wir dann alles? Glaub schon. Wir haben hier den Strand, haben wir gemacht. Hier waren wir. Da sind wir lang. Hier sind wir lang. Diese Insel sieht hier noch ein bisschen verdächtig aus, aber... Ja, schon ein bisschen wenig los in dem Gebiet, muss man schon sagen.
Dafür, dass das so schön aussieht, ist hier echt erstaunlich wenig. Also da hätte man ja wenigstens mal einen Dungeon oder irgendwas reinbauen können. Irgendwas. Aber es ist tatsächlich nix. Das habe ich gemacht. War das nochmal? Ja. Habe ich gemacht. Kommen wir hier raus. Okay. Also, dann können wir jetzt, wir können den Shadow Castle weitermachen. Hier geht's nicht weiter. Was war nochmal hier? Templetown Runes haben wir gemacht. Ravine haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Wir könnten tatsächlich Dragon Pit war ich schon. Dragon's Pit Terminus. Was ist das nochmal? Wie komme ich denn in dieses Gebiet hier? Hier wahrscheinlich, oder? Von hier. Castle Ensis Checkpoint. War ich da auch schon mal da unten, oder? Da muss ich ja irgendwo ein Bonfire haben. Behind Forest Reprimand. Ich war ja sogar hier in dieser Hütte schon. Wieso habe ich denn da keinen Pfad? Ah, das ist deshalb. Hier ging's weiter. Wenn man hier rauskommt. Genau, da war der Drache. Oder?
hier bin ich damals nicht weitergegangen. Da unten war der Drache. Ja, ich erinnere mich. So, und hier bin ich nie weitergegangen tatsächlich, glaube ich, nachdem ich den Drachen besiegt habe. Kann das sein? Jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Das sind Untote. Scheiße. Ah, das ist da dumm. Das ist ja unfortunate. Das ist ja dumm. Ups. Nein. Das ist maximal schlecht gelaufen hier. Always double tap. Oh, da kommen wir zum Drachen. Leute, da kommen wir zum Drachen. Wir gehen mal hier hoch. Das ist mal eine ordentliche Sense, die der hat. Aber jetzt ist Sense. Denn ich bin Sensemann.
D zum Ende, Mann. Mal lieber liegen geblieben, ey. Sind hier so viele Dudes? Immer schön die Surroundings clearen. Du weißt nie, was passiert. Und dann rennst du irgendwann zurück und dann... Nerv. Das ist aber auch ein großer Drache, ey. Geiles Bild auch. Wie geil das einfach aussieht, oder? Ich finde halt, neben all dem, was Souls-Spiele halt so, warum die halt so Bock machen, auch einfach dieser, die haben auch schon einen geilen Style, irgendwie, die Spiele. Dieses Dark Fantasy ist schon top-notch hier. Ja, was haben wir hier gekriegt? Dragon Komori. Dragon Communion Harpoon. Das ist das hier. Throw to inflict damage with anti-dragon effect. Harpoon bristling with sharp gravel stones craft. Throw at enemies to inflict heavy damage. Has an anti-dragon effect. A tool of the old dragon communion wars. Aber der steht nicht auf, der ist zu groß. Das kriegt die Engine gar nicht hin. War ich doch, oder? Ist nicht die Hütte da? Ja. Da ist der Flügel und unter dem Flügel war die Hütte. Ja, jetzt raff ich's. Ede, fahr bald nach Prag. Kannst du was empfehlen? Ich war noch nie in Prag. Kann dir leider nichts empfehlen. Aber du kannst ja dann mal, du kannst dann was empfehlen. Ich habe nur gehört, dass Prag eine wunderschöne Stadt sein soll, tatsächlich. Grand Altar of the Dragon Communion. Guckt mal, seht ihr hier, wie geil der Boden hier versenkt ist? Das fällt mir jetzt erst auf. Mit seinem letzten Atem, Feuerodem, hat er hier rausgeschossen und man kann genau die Spur, die Brandspur hier noch nachvollziehen.
Richtig geiles Detail. Nice. Hier ist ein Bonfire. Oh, wer ist da? Was, wer bist du denn? Warrior Troop. Picture yourself. Feasting upon a dragon's essence. On the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion. The fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon whole. Oh ja, Leute, was mache ich jetzt? Devour Draconic Essence? Do not partake. Und ich habe nicht das Bonfire vorher aktiviert. Aber ich sag mal so, in 95% der Fälle in allen Souls-Spielen war es eigentlich eh immer nur die erste Option. Yes, as it should be. Now, seek the Jagged Peak. There you will find Vale, the oldest and vilest of all dragons. Landbound warrior. Follow your desire and slay the foul beast. Devour its living heart. I will grant you the strength required. In the name of my lord, Placidusax. Vielleicht sollte ich hier nicht sagen, was ich mit Placidusax gemacht habe. Warrior True, what is it that you need? In a time long past, Bale turned upon the Dragon Lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound, only to make a hasty retreat, becoming a sworn enemy of the group. Since that day, Bale and his bloodline, the Drakes, have served as sacrifices for Dragon Communion, Landbound Warrior. My lord, Placidusax, has shown your kind what must be done. Seek communion. Sate your boundless appetite. Feel the euphoria of a dragon's essence taking root in your meager frame. In a time long the far becoming a sin's land, okay. Seek seal the. Was hat sie uns jetzt gegeben? Favor bestowed by the Dragon Priestess in the name of the Dragon Placidusax. Consume FP to increase all forms of damage negation, including physical. This also increases stamina while guarding as an additional effect. Each night of this. Channels Dread Dragon to roar with a heat wave blast. Channels Dread Dragon to strike flame lightning infused talon bone. Okay, das sind offensichtlich sehr starke Zaubersprüche. Channels Dragon to spew ghost flame breath.
Drache habe ich. Ja, großer Drache. Placidus Sax war schon eine Bitch. Muss ich sagen. Irgendwie hört man hier dauernd irgendwas schnarchen oder so. Hört ihr das so dauernd so? Ich bin immer noch auf dem Drachen übrigens. Ich bin ein verdammt großer Drache, ey. Ich freue mich schon auf diese ganzen YouTube-Videos. 15 Things You've Missed in Shadow of the Erdtree. 25 Secrets You Didn't Know About Shadow of the Erdtree. Only 1% of players found this item. Und dann sind es immer so 95% von Sachen, wo du denkst, ja, okay, das weiß halt einfach jeder. Also die Anzeichen verdichten sich, dass wir hier demnächst gegen einen Drachen kämpfen. Ach, hier sind wir. Okay. Drachenpfeil, Anti-Drachenpflaster, Drachen, Anti-Drachen-Sonnenschutz, Drachenatem. Auge. Gleich bin ich wieder tot.
Sir Edmund, Besteiger von Drachen. He-Man. Mal die Riesenklaue hier an. Der Karnevalsdrache heißt ja... Ach nee, komm. Kennt ihr das, wenn ihr einen Witz macht und während dem Witz merkt, komm, den bringe ich dich zu Ende, das ist so schlecht. Das ist dann auch Quatsch, einen Holzweg zu Ende zu gehen, ey. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Das ganze Erforschen hat mal wieder überhaupt nichts gebracht. Charos Hidden Grave. Ach ne, den gibt's auch noch? Makrowürmer hier oben? Warum? Das ist doch ein fauler Trick, das merke ich doch. Ups. Ich merke doch, wenn mich jemand verarscht. Oh, wird er gesammelt? Wo ist der Knuserich jetzt hin? Hä?
Tibias Cookbook. Auf Tibia. Was ist das jetzt hier? Die ganzen Cookbooks. Tibia. An ancient ceremonial tool that uses a gravekeeper's skull as a catalyst. Craftable item. Uses FP to summon one lost in death at the spot it is thrown. The creature spins and mows down foes in the vicinity 3 times before dissipating. Yeah, shit. Oh, nice. Tja, unten oder oben? Oben ist Gravebird. Da ist auch noch was. Ich meine, sie machen das auch geschickt, ne? Also eigentlich ist es das gleiche Gebiet wie das andere, nur mit roten statt blauen Blumen. Was funktioniert? Ghost Flame Bloom. Was ist das schon wieder jetzt? Ghost Flame Flower that grows on material for use for crafting items. Okay. Alter, wer bist du denn? Oh, der hält aber viel aus. Lol. Wäre das schön, wenn Gegner noch staggern. Wieso habe ich eigentlich auch nicht gescheiten? Boys rein. Ja, ja, Kill Bale, ich weiß. Ist wahrscheinlich super easy. Wie alles in diesem DLC. Jetzt gehen wir mal unten lang. Polterstone. Was man alles bauen kann jetzt hier. Polterstone. Was ist denn jetzt ein Polterstone? Makes a noise imitative of human presence. Ach, das ist ja gar nicht so schlecht. Grave Crickets. Mhm. Wisst ihr, was ich schon lange nicht mehr gefunden habe? Ein Shadow Tree Fragment. Tatsächlich. Aber ich war auch schon lange nicht mehr in irgendeinem Dungeon oder so. Ich war nur in der Oberwelt unterwegs. Weil ich natürlich versuche, so stark wie möglich zu sein, bevor ich gegen irgendwelche krassen Bosse kämpfe, aber es bringt ja alles nichts. Ich muss den Typ umklotzen. Wenn wir einfach keine geilen Sachen finden.
Maul. Was hast du bewacht? Einfach nur diese Blumen oder was? Man kann hier runterhüpfen. Aber man kann es auch lassen. Ey, wenn Miyazaki keine Grabsteine zur Verfügung hätte, dann wäre diese Welt leer. Ich würde behaupten, es gibt hier mehr Grabsteine als Bäume in diesem Spiel. Okay, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo war ich? Ah, ja. Ah, im Chat ist gerade die gute alte Was hat George R. R. Martin wirklich gemacht? Thematik. Tja, wir werden es nicht auflösen können. Ich glaube schon, dass der was gemacht hat. Wenn er so prominent, weil... Ja, ich meine, klar, man kann auch argumentieren, zu dem Zeitpunkt, dem Mega-Hype, auch auf dem Höhepunkt von Game of Thrones und so weiter... wären allein die Credits von George R. R. Martin schon hilfreich gewesen, selbst wenn er nichts gemacht hätte. Allein das Name-Dropping. Aber ich würde den auch nicht unterschätzen. George R. R. Martin hat viele Sachen nebenbei gemacht. Nicht nur Game of Thrones. Und, ja, wenn Miyazaki, ich glaube Miyazaki. Aber ja, genau weiß ich es natürlich auch nicht. Und man muss da dann, entweder glaubt man es oder man glaubt es nicht, aber ja, es ist. Es ist die Frage. Also ich glaube nicht, dass besonders viel von den Namen oder so von ihm zum Beispiel sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er so eine grundlegende Idee gepitcht hat. Wie wäre es, wenn Call of Tibia? Wie wäre es, wenn es mal Drachen gab? Oder vielleicht hat auch Miyazaki ihm erstmal gesagt, also wir wollen eine Geschichte von Drachen und Göttern erzählen. Was fällt dir dazu ein? Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, lass doch einfach so machen. Ich glaube, in einem Interview habe ich mal gelesen, dass... George R. R. Martin auch nie Elden Ring gespielt hat. Wenn ich mich recht erinnere. Also ich weiß auch gar nicht, ob der zockt oder ob der dann... Ob der das überhaupt so richtig...
Ich bin auf Twitch und auf YouTube. Das ist schon richtig so. Hui. Knapp. Dass man nicht ein Boss wird. Ja, genau. Durch den Stein, du Lappen. Ja, der ist schon recht weit hoch. Dahin? Ja! Ich sehe nichts. Rings of Spectral Light. Okay, ich habe jetzt hier mit einem Rüstungsteil tatsächlich gerechnet. Sorcery practiced by the keepers of the spirit graves, where all death ultimately drifts. It's rings of spectral light that fire in unison, charging up. Na gut. Unten war ich schon. Ja, und nun? Wie geht es denn jetzt hier weiter? Oder war ich da noch nicht? Doch. Da bin ich hergekommen. So, dann habe ich auch alles erledigt. Ich bin hier hoch.
Beziehungsweise, wie komme ich hier wieder runter? Ich meine, hier war ich schon. Hier schon? Ich glaube, hier war ich schon. Nee, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht, Leute. Oh, was ist denn da? Nein, hier war ich safe noch nicht. Hier war ich überhaupt noch gar nicht. Da war ja ein fieses Vieh gerade, ey. Was ist das? Ein Hippo? In freier Wildbahn? Ah ja, kein Bonfire in der Nähe. Gegen den Kämpfen. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, ehrlich gesagt. Hier schon? Irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich glaube. Lamentas Jail. Ne, hier war ich noch nicht. Okay, nice. Ne. Oh. Ah.
eine Leiche. Du Sausack, du. Wir wissen alle, was das hier ist. Ein Klo. Das bricht doch 100 pro ein, oder müssen wir uns wieder... Ne? Oh, nicht die Dinger wieder. Please, I can't stand the sound. I need no salvation. Please stop the assist. Okay. Prattling paid lamentation. Entschuldigung. Das ist ja nur für ein PvP, damit du jemanden verspotten kannst. Gutes Item. Das will ich nicht unterschätzen, dieses Item. Ist das was? Alter, wie ich keinen Plan habe, wie man Bogen schießt. Offensichtlich nichts. Ja Leute, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Wie soll man denn jetzt hier weiterkommen? Hm.
Doch noch was übersehen? Unnötig kompliziert verschlossene Tür. Da geht's runter, okay. Boah, shit, das ist hier schon. Krass, da verliert man ja Energie. Chilling Perfume Bottle. Die hat noch gefehlt. Jetzt haben wir Lightning, Fire, Poison und Eis. Sieht schon schön aus, die Höhle, finde ich. Gefällt mir. Da sind wir reingekommen. Ist klar. Alter, wie viel Energie die einen abnehmen. Mit ihrem dämlichen Schrei.
Julia ist schon tot und das Giftfläschchen habe ich natürlich. Das war ja nix. Ich habe eine Illusionary Wand gefunden. Ganz alleine. Guck. Oh. Oh. Jetzt ist sie auch noch verschlossen. Verdammt. Jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. Bestimmt was Gutes. Das ist ja ein bisschen enttäuschend, dass hinter einer Illusionswand tatsächlich dann auch noch eine abgesperrte Tür ist, aber das erinnert mich daran, ich sollte hier vielleicht mal Mock checken. Weißt du, wenn man es mal nicht macht. Aber wenn ich es gemacht, das ist genau das, was ich meine, was das Problem am Mock checken ist. Wenn ich den gemacht hätte und hätte damit die Wand weggemacht, dann wäre ich jetzt hier lang gegangen, hätte überhaupt nicht gewusst, dass hier jemals eine Wand war. Und dementsprechend hätte ich auch gar nicht gemerkt, dass er funktioniert hätte. Wisst ihr, was ich meine? Egal, wieso komme ich da nicht rein, ey? Das ist doch scheiße. Was zur Hölle geht hier ab? Nein, Miyazaki-san. Wir nehmen keine Drogen, wirklich nicht. Habt ihr mal euer eigenes Spiel gespielt? Kommen wir da runter? Kommen wir wieder hoch? Ich glaube, wir kommen hier wieder hoch. Aus irgendeinem dieser Fässer kommt wieder was angerannt. Ich weiß es. Und deshalb werde ich mich nicht erschrecken, wenn es passiert. Hört ihr? Ich werde mich nicht erschrecken. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute, ich habe eine Idee.
Wie viele Helme ich schon gesammelt habe. Wo ist der Topf? Hä? Da. Hey Leute, ich bin einer von euch. Greift mich doch nicht an, ich bin Papa. Hey. Vielleicht will er mich umarmen. Nein, er will mich angreifen. Ich brauche mal was Bonkigeres hier. Sind schließlich Töpfe. Er hängt fest. Living Jar Shard. Oh, hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Aha. Das könnte das Rätsels Lösung tatsächlich. Achso, wir müssen ja noch auf den Haufen. Tschüss. Ich bin kein Schwein. Ist das noch was? Es gibt ja so Töpfe, die man abschießen kann, dann fallen die runter ins Items drin, aber ich glaube, das ist natürlich fies, wenn jetzt einer von denen. Aber der sieht ein bisschen. Ich will so einen Mauerm hier essen. Das ist so klebrig, dass das Papier festgeklebt ist. Okay. Wollen wir mal drauf schießen? Ich glaube nicht, dass das ist. Einmal mal gucken. Zuschauer lieben das, wenn man ins Mic schmatzt. Nee, ist nix. Boah, sorry, ich mach mal das Mic kurz weg, während ich schmatze.
Also man muss sagen, so Mauam-Kram, weiß gar nicht, gibt es dafür einen Sammelbegriff? Ich sag mal Mauam dazu, aber ist natürlich falsch. So Mauam-Kram ist echt nicht so schlecht. Ist echt nicht so schlecht. Bisschen unterschätzt tatsächlich. Welche Rüstung, welchen Helm halte ich denn davor an? Den? Nee, ich hatte doch nicht mit so einem Buschel da oben. Nee, nicht. Verdammt nochmal, ich weiß nicht mehr, welchen Helm ich anhatte. Der Nasenhelm? Nee, der? Egal, der sieht gut aus. So, jetzt müssen wir nämlich wieder runter. Und hier war das, ne? Aha! Lol. Eine Lamenting Visage? Ein Schild? Stone Lantern carved to resemble an animal head. Can be raised up when equipped in the left hand, illuminating more of the surrounding area. Unusual expression soul imparts a sense of content. The language is of its nose. Was ist jetzt das für ein Ding? Was bringt das? Unsichtbar Leid. Okay, und wenn es aufhört? So richtig so lauten Knall. Nun, wir können hier runterjumpen. Ich glaube, da unten war ich tatsächlich schon. Wir können aber auch weiter hochgehen, indem wir runtergehen und dann hochgehen. Ha!
Panic Roll. Wie unnötig. Genauso wie dieses Ding hier. Was nehmen wir? Was nehmen wir? So viel Auswahl. Das würde ich gerne mal in echt probieren. So eine Leiter da. Alter! Okay, die Waffe ist scheiße. Level 24, ey. Spiel ich nie wieder. Weg. Dreck. Stattdessen nehmen wir... Komm, haben wir lange nicht mehr meinen Backhand Blade. Das war am Anfang vom DLC tatsächlich meine Lieblingswaffe. Was wird hier heute released? Er spricht wirr. Die macht schon anders Schaden, ne? Alter. Da oben, du kleine... Komm jetzt mal da runter. Ist das ein verwirrender Dungeon? Oh, Boss! Hä? So schnell habe ich jetzt nicht mit dem Boss gerechnet. Was kriegen wir hier? Was ist das denn? Lamente? Ah, jetzt ist er unsichtbar, oder was? Bei dem funktioniert es aber schon ein bisschen besser als bei mir, muss man fairerweise sagen. Wo ist er denn? Er will mich backstabben, ich weiß es. Da ist er. Oh.
ja mal ein interessanter Gast. Boss. Oh. Wirklich der letzte, den ich treffe. Er will nicht staggern. Gibt's ja gar nicht. Oh Mann! Gotcha, bitch! Who's laughing now? Kleiner Kobold, du. Bitch. Lamenter's Mask. A stone mask twisted into an expression of rapturous grief. Use while disrobed to transform into lament. Change cannot be undone except by death. Using this mask while already transformed causes the head to swell in size. Das müssen wir natürlich direkt ausprobieren. Ist ja klar. Huch. Das ist ein Talisman? Nee, ist ein Usable. Hä? Aber wieso kann ich es nicht benutzen? Vielleicht wegen Boss Room? Das ist natürlich Quatsch, was ich da mache. Okay. Meint ihr, ich muss das Ding noch equipped haben oder was?
das ist schon mal nicht, oder? Strange. Ich muss nackig sein. Oh, ich finde doch nie wieder die Rüstungsteile, die so schön aussehen. Also auf jeden Fall eine Fast Roll. Aber was bringt's? Wenn man jetzt noch das Ding dazu benutzt, was passiert dann? What? Ist das ein Angriff? Was bringt das? Auch extrem leise läuft der, ne? Wir direkt mal bei den Ratten hier aus. Das ist natürlich einfach. Das ist okay. Das bringt ja gar nicht mal so viel, will ich fast meinen. Das ist echt voll der Scheißangriff. Dauert ewig, macht kaum Schaden. Aber er ist ganz lustig, muss man fairerweise sagen. Inner Meat. Das ist das Loch von Anfang wahrscheinlich. Aber das ist auch schon wieder eine lame Belohnung hier, Inner Meat.
throw at enemies to inflict damage. Hab ich auch noch nie benutzt. Das ist doch alles Quatsch. Das benutzt doch kein Mensch, wenn ein Schlag 1000 Damage macht. Tja, wo ist es jetzt? Ehrlich gesagt habe ich vergessen, was ich suche. Aber wenn ich sehe, weiß ich es wieder. Ach da. Ach komm, du dumme Scheißratte. Du dumme Ratte. Ich dachte, die ist ehrlich gesagt schon tot. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da noch eine Ratte ist. Schaden ist ein bisschen hochgegangen. Aber ich glaube, wenn man jetzt hier einfach runtergeht, ist man wieder hier. So ist es. Das Gefühl, der kann schon schnell zuhauen, auf jeden Fall. Du warst es eben. Nein. Mann, heil doch die Flasche ein. Okay, fuck den Shit. So. Also, es war der Hut. Es war Malakis Rüstung. Das waren irgendwelche Bracers. Vielleicht Malakis. Ich glaube, die war's. Und irgendwie ein paar passende Turnschuhe. Vielleicht
Im Malachis waren es nicht. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Schuhe das waren. Vielleicht die? Das sieht doch gut aus. Ich habe das Gefühl, er haut langsamer zu, aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Vielleicht bilde ich mir das ein. Clarifying Horn Charm plus 2. Was war das nochmal? Irgendwelche Resistances hier. Basically raises Focus. Ich weiß nicht, ob ich alles hab in der Höhle. Die ist so unübersichtlich. Aber ich habe jetzt schon echt viel hier rausgeholt aus der Höhle. Solide, ey. Kann das nicht noch was machen? Jetzt habe ich hier komplett die Orientierung verloren, weil hier alles gleich ist. Also da fängt man an. Da bin ich, glaube ich, als erstes rein. Okay. Und dann geht es immer nach unten. Rechts, ganz rechts, halb rechts, geradeaus, links, hä? Ach so, nee, hier fängt man an. Dann ist links die Grube. Rechts bin ich rein, da oben war ich. Ja.
Ach so, das war die Rattenhöhle, okay. So, bin ich hier ganz nach oben gegangen? Das weiß ich nicht mehr. Die Side Doors haben wir alle gemacht. Und dann geht's hier nach oben. Aha, nee, ich glaube, hier bin ich gestorben, oder? Okay, ich habe alles, würde ich sagen. Verwirrend as fuck, diese Höhle hier. Nee. Ich weiß nicht, ob mich über hier rauskommt. Kann ich mich nicht rausbeamen? Doch, kann ich. So. Das soll es jetzt erstmal mit diesem Teil hier gewesen sein. Sehr erfolgreich. Wieder mal. Oh. War doch gut heute, oder? Was haben wir denn? Wir haben echt viel abgedeckt auf jeden Fall, auch wenn es nicht so aussieht. Wir haben ja noch hier unten angefangen, aber wir haben im Prinzip das gesamte Gebiet um den toten Drachen gemacht. Wir haben das gesamte Fingersteingebiet gemacht. Wobei, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Das könnte hier noch Ausmaße annehmen. Aber hier unten drin zumindest, da fehlt mir natürlich noch irgendwas. Finger Runes of Rhea. Irgendein Quest-Item oder so. Wir haben keine großen, schweren Bosse heute gelegt. Aber dafür viel wieder... Viel Map aufgedeckt. Naja, nicht aufgedeckt, ihr wisst schon, was ich meine. Hinter viele Bäume und Büsche geguckt. Viel interessanter als das hier wäre ja mal ein Match, du gegen Buddy Quake Champions. Ja, das wäre sehr interessant. Okay, was haben wir hier? Tatsächlich, lustigerweise sind wir direkt... Unter oder über? Unter.
unter dem Start des DLCs. Wenn wir hier hingehen. Sind wir direkt hier. Das heißt, wir waren eben quasi hier unten. Da unten, oder? Nee, auf der DLC-Map gibt es tatsächlich nicht so wie hier. Auf der Main-Map konnte man ja hier noch quasi in diese Unterwelt schalten. Aber das geht bei der DLC-Map nicht. Dabei findet sehr viel unterhalb des Gesehenen statt, tatsächlich. Schon geil, wie man das jetzt alles so aus der Ferne sieht und tatsächlich so manche Locations auch durchaus wiedererkennt, wo man langgelaufen ist und so. Das finde ich einfach so nice. Der Baum da hinten, da waren wir natürlich heute. Da hinten der Krater, wo es runtergeht. Auf der Insel waren wir. Den muss ich noch machen. Da wollte ich ja immer hier oben hin. Auf den da hoch. Und dann von oben was in ihn reinwerfen. Aber es hat immer noch nicht so richtig geklappt. Okay, was machen wir denn dann beim nächsten Mal? Also haben wir denn da im Gebiet... Ne, haben wir noch nicht alles, ne? Wir müssten eigentlich das Gebiet noch weiter absuchen. Und wo hat sie gesagt, ist Bale? Ich glaube, wir sind im Drachengebiet immer noch nicht durch, weil wir sind ja quasi von hier runter und dann bin ich hier so nach rechts gegangen. Aber wir können theoretisch auch, glaube ich, hier nach links gehen. Dann könnte es sein, dass es hier über diese Brücke geht und dann irgendwo auch immer, was auch immer das hier ist. Vermutlich ist hier irgendwo Bale. Keine Ahnung. Vermutung. Wir können natürlich auch im Norden weitergehen. Shadowkeep weitermachen. Da habe ich ja noch nicht rangetraut. Das wäre wahrscheinlich sogar von der Reihenfolge, glaube ich, ist das so gelegt, dass man das ja relativ am Anfang sogar macht. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, ist hier in den Morth Runes kann ich runtergehen
Und dann hier den Osten weiter erkunden. Also es gibt noch genug Möglichkeiten. Es gibt noch genug Möglichkeiten, was man machen kann. Das Hauptspiel wirkt viel größer, aber wenn man sich's mal anguckt, diese kleine DLC-Map ist wie diese Map hier nur zusammengequetscht. Also zum einen kannst du ja hier schon mal die ganze Außenkruste von Mountaintop of the Giants kannst du ja schon mal knicken. Da ist ja nix. Das sieht größer aus, als es ist. So, und dieses ganze Gebiet, abgesehen davon, dass es kacke langweilig ist, ist es auch nicht so groß. So, es ist sehr weitläufig, aber das ist... So. Okay, dann hast du hier das. Ja. Und im Prinzip, wenn ich das mal so vergleiche, wie lange ich jetzt schon spiele an dem DLC und wie viel ich noch nicht gesehen habe, und es geht ja auch unterirdisch noch weiter, und hier ist ja auch noch ein bisschen was, was aufgedeckt wird. Also es ist... Ich würde sagen, es ist vielleicht 70-80% vom Main Game. Ich weiß ja noch nicht, wie groß es ist, aber so vom Gefühl her. Es kommt natürlich darauf an, du hast im Main Game hast du natürlich auch viele Orte, die einfach auch sehr zeitfressend sind, obwohl sie nicht groß sind. Also hier zum Beispiel Crumbling Pharum Azula ist, dauert einfach eine Zeit. Helictree dauert einfach eine Zeit, auch wenn es eigentlich vom Gebiet her selbst nicht so groß ist, aber da verbringt man schon viel Zeit. Also die ganzen Legacy-Dungeons, wenn man das so nennen kann, die sind natürlich schon... Die sind schon sehr, sehr groß, aber alleine in Limgrave kannst du ja schon so viel Zeit verbringen. Und Kale, ja, dann hast du auch noch die Unterwelt. Ich sag mal 70% vielleicht. Ach, guck mal, so einen schönen Himmel haben wir aber auch nicht jeden Tag bei Elden Ring. Hier checken. Ich finde den Hammer nämlich geil, aber ich finde die Ash of War nicht so geil. Da geht mehr. Das könnte man dem Hammer Geiles geben. Zum Beispiel eine Lion's Claw. Ich glaube, ich gebe dem auch eine Lions. Der Hammer, glaube ich, mit Lions Claw ist geil. Fast ein bisschen langweilig auf so vielen Waffen Lions Claw. Das ist halt einfach auch eine fassbar gute. Ash of War, was soll man sagen?
Heavy? Da sind wir bei 765. Und hier sind wir. Quality. Oder? Kurz mal testen. Ein kleinen Test. Mini-Test. Nein, hä? Da will ich doch gar nicht hin. Hier, hier sind die Dicken. Machen wir mal schön gut. Stagger-Testen, auch wenn es hier ein bisschen viele sind vielleicht, aber vielleicht schaffe ich es hier mal einen. Können wir mal dieses Fleisch-Item auf den werfen und gucken, was passiert. 241 Damage. Lol. Was ist das denn für ein Scheiß? Was soll man mit sowas? Könnte das mal jemand erklären? Warum sollte man sowas irgendwie kompliziert craften? Das ist ein komplettes Crap-Item. Throw at enemies to inflict cringe. Ich mag den Hammer. Ich glaube, ich mache den auf Max Level, wenn ich ehrlich bin. Hier, fang. Vielleicht kann man damit Hunde ablenken? Weißt du, womit man Hunde ablenken kann? Hier, ich zeig's dir. Pam. Damit kann man Hunde ablenken. Diese ganzen reusable Items oder so. Also wenn From will, dass ich diese Scheiße crafte, dann muss die Scheiße aber auch irgendwas bringen. Das ist alles Schmonz, ich sag's euch. Use FP to conjure a tiny fire snake.
Tiny Fire Snake, die wird es jetzt richten hier. $250 Damage. Was soll der Scheiß? Use FP to release a Fire Sprite. Jetzt nicht gestaggert von mir übrigens. Her. Von dem übe ich das jetzt mal. Lol, ist ein Scheiß. Also das ist ja erstaunlich lame. Die Töpfe sind ja gar nicht so schlecht. Aber das ist ja alles Schmunz, ich sag's euch. Use FP to summon one lost in death. So, jetzt ist hier nichts mehr. Jetzt mal zum Testen. Mann, ich wollte auch eigentlich Schluss machen. Perfumed Oil of Runner. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber hat kein Stagger, so wie Flame of the Red Mane. That's a problem. Naja. Wisst ihr, was eine geile Belohnung wäre? Wenn es noch einen Talisman-Slot geben würde. Das wäre doch mal nice. Nach einem Boss plötzlich so pling oder du findest irgendwo super rare in so einem am Arsch der Welthöhle noch einen Talisman-Slot. Wäre wahrscheinlich ein bisschen, das würde wahrscheinlich dann viele Builds komplett auf den Kopf stellen und Imba werden. Weil Talisman macht schon heftig was aus, aber trotzdem wär's geil. Ach, ich kann überhaupt nicht aufhören mit diesem tollen Spiel. Ich muss, es ist spät. Ich bin erschöpft. Die Reise war lang. Wir könnten noch eine Sache machen.
Das Spiel wirkt unfassbar langweilig. Da hat mir God of War ja tausendmal besser gefallen. Das ist nicht das Spiel, das ist meine Spielweise, die es so langweilig macht. Lass das Spiel in Ruhe. Acht Stück habe ich. Komm, wir machen den auf Volllevel. Noch ein bisschen mehr Action. Pam. Wenn ihr richtig geile Aschen wollt zum Spielen, müsst ihr hier die Crystallian Ashes hochleveln. Die sind ultra krass gegen die meisten Bosse. Tische natürlich, das weiß jeder. Was gut funktionieren kann, ist, hier ist übrigens Yoda, Latena auf plus 10 irgendwo an den Rand setzen und selber tanken. Latena ballert schön von hinten. Bloodhound Knight, Flo, auch sehr stark. Oleg, ach, da werden Erinnerungen wach. Wir hatten eine gute Zeit, Oleg. Eine gute Zeit damals. Was kann ich noch empfehlen? Ich habe nicht alle getestet, deshalb kann es gut sein, dass ich auch ein paar verpasse, die gut sind. Die Mesmer Soldiers dürften krass sein, weil die im Spiel auch krass sind. Das sind die, gegen die wir gerade gekämpft haben. Die hauen schon ganz gut rein. Halten auch was aus. Es werden hier gar nicht alle angezeigt, ne? Es werden die nicht angezeigt, die ich schon hochgelevelt habe. Ja gut, Mimic-Tier ist klar. Ihr werdet alles schon wissen, aber nochmal als Fun-Fact. Der Mimic-Tier, der imitiert natürlich immer genau das Setup, was man gerade auch equipped hat, wenn man ihn ruft. Das heißt, man kann natürlich dann dem Mimic einen anderen Bild geben, indem man kurz was anderes anzieht. Zum Beispiel, man will, dass der Mimic, keine Ahnung, Pfeil und Bogen schießt, dann ziehst du halt Pfeil und Bogen an, rufst den Mimic-Tier und ziehst dann wieder dein Whatever-Setup an. So kann man das natürlich auch nutzen. Oder du machst ihn zum Healer. Habe ich noch nie probiert, aber es müsste auch gehen, wenn du einfach nur Heilscheiß ausrüstest. Ja gut, Black Knife-Tisch ist klar. Habe ich sogar zweimal. Ich glaube, die sind alle super, diese ganzen, alle die einen Namen haben. Christoph, Ogre, Lutel, Finlay. Die können alle was. Black Knight Commander Andreas. Ich glaube, der ist neu, oder? FP kostet 111. Ist natürlich auch echt teuer. Demi-Human Swordsman Josh 129. 132 kostet Tisch. 138 kostet Taylor the Golem Smith. Das dürfte schon.
Okay. So, ich höre jetzt auf. Ich beam mich noch zurück, damit ich das nächste Mal weiß, wo ich aufgehört habe. Nehme ich den hier wieder raus aus dem Jail. Und dann sind wir hier tatsächlich, habe ich hier noch nicht viel abgesucht. Wir wissen nicht genau, wo das hier noch überall hinführt. Oder? Hör jetzt auf zu spielen, Eddie! Ja, ist ja gut. Ich will ja nur mal gucken. Nein, du sagst schon seit einer Dreiviertelstunde, dass du aufhören willst. Ständig fällt dir was Neues ein, was du machen willst. Ja, ist ja gut, ich höre jetzt auf. Du hörst ja schon wieder nicht auf, du guckst ja trotzdem noch rum. Ja, ich höre jetzt auf, ich will nur gucken, was da hinten am Abgrund ist. Das ist ja dein Leben. Ja, eben. Da ist nichts hinterm Wasserfall. Wo willst du das denn wissen? Du hast ja noch gar nicht geguckt. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Okay, fuck it. Ich gehe jetzt raus. Scheiß Sucht. So,